Ja, wir sind alarmiert worden zu einem Brand vom Gasthaus. Wo wir gekommen sind, haben schon die Flammen rausgeschlagen und wir haben ein, zwei Personen wurden gesichtet am Fenster im ersten Stock. Wir haben den gleich Alarm aufgestellt und haben die Personen dann vom Balkon, denn sie sind auch durchs Haus durchgewandert und hinten am Balkon sind sie wieder aufgetaucht. Da haben wir sie dann schnell retten können. So gesehen haben wir keine verletzten Personen durch den Brand gehabt. Das war mal schon sehr gut. Es wurde dann auch schnell festgestellt, dass keine Leute mehr im Gebäude sind. Haben dann mit der massiven Brandbekämpfung von allen Seiten und von innen begonnen. Es ist leider hinterm Haus, hat es einen Feuerwehrmann, hat da ganz eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten beim Außeneingriff. Hat es ihn verwuschen, aber ist nicht böse, wird von der Rettung betreut. Und die Lage ist im Moment so, wir warten auf den Statiker, weil das Haus könnte jetzt einsturzgefährdet sein. Aber wir müssen schon, dass wir irgendwie die Brandnester von innen löschen können, aber können im Moment, also ich lasse mal jetzt niemand mehr ins Haus rein, bis wir wissen, wie das Gebäude wirklich beieinander ist. Ja, der Strom wurde gleich von der VKW gleich am Anfang schon abgeschalten. Die wird immer gleich mitalarmiert. Genauso das Gas. Wir haben genau gewusst, wo ist der Hauptgashahn. Da ist dann gleich einer vom Atemschutztrupp inne, hat den Gas angeschlossen und somit ist das alles schon ganz am Anfang gebannt worden. Wer war alles dabei? Ich glaube, ich gesamte Bezirk Regensburg. Ja, das ist ein F4-Auslösung. Das bedeutet, es ist die Feuerwehr Rieden, die Feuerwehr Stadt, die Feuerwehr Vorkloster, die Feuerwehr Hart mit Drehleiter und die Feuerwehr VKW sind da alarmiert worden. Und die sind auch alle im Einsatz. Haben Sie wirklich alle gebraucht dabei im Einsatz? Es sind alle im Einsatz, genau. Erzählen Sie, warum haben Sie alle gebraucht? Die große Areal? Ja, natürlich. Es werden da immer gleich Abschnitte gebildet. Man löscht vor hinten vom Haus, da war die Feuerwehr Rieden dran. Wir waren vorne dran zum Löschen. Hart und Stadt stellen immer die zwei Drehleitern, wo man braucht. Die waren dann auch vorne und hinten dran. Wie viele Teams haben Sie in das Haus geschickt? Waren mehrere drin. Das sind Atemschutzteams, immer zwei Leute. Oft waren dann drei Teams gleichzeitig drin und das wechselt dann immer, je nachdem. Wir warten jetzt auf den Statiker, was der genau sieht, wie wir weitermachen können. Brand aus ist fast gegeben, also es raucht nur ein bisschen, aber es ist nicht mehr dramatisch. Hast du sonst was zu sagen für schwierige Lage? Ja, die Lage, das Haus steht Gott sei Dank ziemlich frei. Das Einzige ist der Adekoner Wohngebäude, wo daneben steht, aber der Abstand war groß genug, es hat da keine Probleme gegeben, um das Gebäude zu schützen.